Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sollten die Tonalität etwas nach unten schrauben und versuchen, die ganze Angelegenheit des Waldtausches einfach sachlich hier miteinander beraten. Und bevor ich mit meinen eigentlichen Ausführungen einsteige, will ich sagen, dass ich selbst einen Tag im Wald sowohl bei Eichhof war, als auch in den Waldgebieten um Dabel. Und meine Damen und Herren, wenn ich die Ausführungen, das will ich mal vorweg hier sagen, von Frau Dr. Kalowski mir anhöre, Frau Dr. Kalowski, wenn Sie da gewesen wären, hätten Sie nicht sagen können, dass es keinen Arrondierungseffekt gibt, weil das Waldgebiet bei Dabel sich unterteilt in drei etwa gleich große, kleine bis hin zu Splitterflächen. Also das kann man so nicht stehen lassen. Dann haben Sie von einem Problemwald gesprochen, den wir in Eichhof haben. Ähnliches hat Frau Rösler auch gesagt. Meine Damen und Herren, wenn Sie da gewesen wären, hätten Sie das nicht sagen können. Genauso wie Sie hier von einer Kiefermonostruktur gesprochen haben, auch das wäre Ihnen hier falsch nicht rausgerutscht, wenn Sie da gewesen wären. Das will ich vorweg einfach mal sagen, weil das hat etwas mit Redlichkeit zu tun, wie man hier miteinander umgeht. Das Zweite, was ich sagen möchte, auch vorweg, ist, meine Damen und Herren, hier ist mehrfach die Rede davon gewesen, die Landesregierung hätte anderweitige Gründe für den Waldtausch. Ich weiß nicht, hier, das ist einfach im Raum gestellt worden. Wenn Sie eine Vermutung haben, welche Gründe es da gibt, kommen Sie nach vorne, sagen es. Aber einfach nur das hier so pauschal zu behaupten, glaube ich doch, das haben Sie getan. Ich habe mir das sogar mitgeschrieben, von anderweitigen Tauschgründen gesprochen, dann müssen Sie auch sagen, was Sie vermuten, was hier ist, oder Sie haben Beweise, oder Sie unterstellen der Landesregierung hier nicht derart unredliches Verhalten. Lassen Sie mich einsteigen damit, dass ich einfach mal darstelle, wie dieses Waldgebiet sich historisch entwickelt hat, weil ich glaube, das gehört zu dem Gesamtkontext dazu. Bis im Jahr 1960 gehörte das Waldstück nämlich dem Rechtsvorgänger des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dann in der DDR, da war es möglich, einfach Grundstücke zu militärischen Sperrgebieten zu erklären. Das ist dann gemacht worden in der Folge. Wir haben dann im Forst von Eichhof genau dieses Grundstück als militärisches Sperrgebiet gehabt. Und es ist so, dass da, wo die NVA militärisches Sperrgebiet hatte, am Ende über einen Einigungsvertrag dieses auch Eigentum des Bundes wurde. Über das Eigentum des Bundes kaufte die Familie Rethmann das Grundstück. Dennoch, meine Damen und Herren, wir reden hier über ehemaligen Landesbesitz. Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil rundherum Landesbesitz ist. Das muss man einfach, wenn man sich die Karte mal anguckt, muss man sich das mal angucken. Auch das ist etwas, was in der Bewirtschaftung am Ende einen Vorteil gibt. Im Jahr 2007 habe ich hier zu stehen, habe ich mir rausgesucht, soll die Familie Rethmann aufs Land zugekommen sein und dann um den Tausch gebeten hat. In der Folge sind mit der Familie Rethmann die Kriterien festgelegt worden, die zu dem Tausch führen sollte. Meine Damen und Herren, und da sind wir ja schon bei einem wesentlichen Punkt über die Methode. Man hat sich darauf geeinigt, die Bundesrichtlinie Wald-R 2000 zur Grundlage des Tausches zu machen. Und alles, meine Damen und Herren, was an subjektiven Einschätzungskriterien hätte beachtet werden können, sollte bewusst rausgehalten werden. Subjektive Einschätzungskriterien sind Kriterien, die vom Gutachter hätten eingeschätzt werden müssen, den Annahmen zugrunde liegen, also nicht wirklich harte, belastbare Fakten. Ein Beispiel dazu, die Familie Rethmann hätte gerne gehabt, dass ihr Grundstück aufgrund der guten Verkehrsanbindung an Berlin einen höheren Verkehrswert zugesprochen bekommt. Sie begründete das mit der guten Anbindung, wie gesagt, und damit wäre für Jäger dieses Waldgebiet schlicht und einfach interessanter und daraus ergäbe sich dann eine Höherbewertung. Dies ist aber bewusst, wie alle anderen subjektiven Faktoren, rausgenommen worden, weil es sich hier lediglich um Annahmen handelt und eben um nicht Fakten, die Sie festmachen können an einem bestimmten Betrag, den Sie hätten hochrechnen können. Die Vereinbarung erfolgt eben genau vor diesem Hintergrund und sollte frei von subjektiven Kriterien gestaltet werden. Und meine Damen und Herren, hätten wir diese sogenannten subjektiven Faktoren mit reingenommen, wie es hier in Teilen behauptet wird, da gehe ich aber nachher noch genauer zu ein, hätte man uns
sicherlich hier jetzt heute von Seiten der Opposition genau das vorgeworfen. Man hätte die Kriterien einzeln auseinandergenommen. Wahrscheinlich hätte ich das Opposition auch so getan, einzeln auseinandergenommen und hätte uns gesagt, an diesem Wert, an jenem Wert, da haben Sie einfach zugunsten von dem oder dem gerechnet und das kann nicht richtig sein. Und deswegen, meine Damen und Herren, noch einmal die Waldirre 2000 als bundesweit einheitliche Richtlinie für den Tausch. Meine Damen und Herren, an einer Stelle sind wir aber von der Waldirre 2000 abgewichen, nämlich beim Verkehrswert. Ich habe eben beschrieben, dass und warum der Verkehrswert eine subjektive Größe ist. Zudem ist festgestellt worden, dass es auch keine Vergleichszahlen gibt, da Verkäufe in diesen Größenordnungen kaum vorkommen und von lokalen Faktoren abhängig sind. Dieses Verfahren, so wie wir es hier gewählt haben, kommt übrigens auch beim freiwilligen Landtausch so zur Anwendung. Daher war es richtig, den Verkehrswert eben nicht mit einzubeziehen. Meine Damen und Herren, noch einmal, der Tausch erfolgt auf einer bundeseinheitlichen Regelung und auf Grundlage, auf deren Grundlage in ganz Deutschland Waldtausch regelmäßig gemacht wird. Übrigens haben auch wir als Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hier vor einigen Jahren einen Waldtausch gemacht, einen Waldtausch zugestimmt. Das war der Waldtausch Weber und der Waldtausch Weber ist genau eben nach dieser bundeseinheitlichen Regelung durchgeführt. Also auch das nichts Neues. Wie die Linke da geschimpft hat, weiß ich nicht. Ich war seinerzeit nicht im Landtag. Das werden die Kollegen da sicherlich wissen. Genau diese Regelung. Dass die bundeseinheitliche Regelung Waldirre 2000 eine anerkannte Grundlage ist, hat die öffentliche Anhörung auch ergeben. An diesem Punkt, meine Damen und Herren, hat lediglich der Sachverständige Herrn Weidenauge das bestritten. Ich gestehe zu, der BDF, das ist hier auch von Frau Rösler schon ausgeführt worden, hat später sich zumindest in einem Punkt angeschlossen, nämlich, dass er das Rentierverfahren gerne zur Anwendung gebracht hätte. Der Herr Weidenauge hat aber auch das vom renommierten Gutachter Herrn Professor Dr. von der Wense erstellte Gutachten selbst in Frage gestellt. Meine Damen und Herren, der Minister hat es hier schon angesprochen. Ich bin mir sicher, dass der Herr Weidenauge ein engagierter und sicherlich auch kompetenter Forstmann ist. Er ist aber eben kein staatlich anerkannter Gutachten, so wie es beispielsweise in der SVZ steht. Das ist nicht richtig. Er ist kein staatlich anerkannter Gutachter. Herr Professor von der Wense dagegen ist derjenige, der beispielsweise auch staatlich anerkannte Gutachter ausbildet, das heißt ein Hochschullehrer, der sich sehr intensiv mit dieser Materie beschäftigt. Und wir hatten mit Herrn Reich einen weiteren staatlich anerkannten Gutachter, der Herrn Weidenauge hier widersprochen hatte. Daher konnte, ja genau, das lassen wir mal so stehen. Meine Damen und Herren, ich will noch mal eingehen auf die Drucksache 6121, die wir als Agrarausschuss behandelt haben. Hier sind zwei, wie ich finde, für unsere Diskussion wichtige Punkte benannt worden. Die erste Frage hieß, ist die Bewertung der Waldflächen nach einem anerkannten Verfahren erfolgt? Und wenn Sie mal reinschauen in diese Drucksache, dann werden Sie feststellen, dass alle, die sich hier geäußert haben, bis auf Herrn Weidenauge, diese Frage mit Ja beantwortet haben. Die zweite Frage ist das dargelegte Verfahren der Wertermittlung aus Ihrer Sicht plausibel. Auch diese Frage ist im Prinzip mit Ja von allen beantwortet worden. Aber in der Tat, da muss ich in Teilen Frau Rösler recht geben, gab es Sachverständige, die hier noch bestimmte Fragen hatten, die Dinge offen gelassen haben. Meine Damen und Herren, und auf diese Dinge möchte ich im Folgenden auch noch eingehen. Diese Dinge sind im Rahmen unserer Diskussion, im Rahmen der öffentlichen Diskussion vorgeführt worden. Ich habe insgesamt 11 dieser Dinge ausgemacht und Sie gestatten mir, dass ich auf alle 11 hier ausführlich eingehe, denn die Zeit sollten wir uns nehmen. Der erste Vorwurf ist, es fehlt eine umfassende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Die Wertermittlung hätte nach dem Rentierwert erfolgen müssen. Wir brauchen also ein neues Gutachten, so der Vorwurf. Meine Damen und Herren, natürlich kann man ein neues Gutachten machen. Natürlich kann man ein Gutachten nach dem Waldrentierwert machen. Und je nachdem, welche Parameter wir dafür ansetzen oder welche Parameter wir für ein x-beliebiges Verfahren wir ansetzen, werden wir auch Ergebnisse bekommen, und zwar jeweils unterschiedliche Ergebnisse. Aber genau das ist ja das Problem. Wir bekommen unterschiedliche Ergebnisse, weil wir subjektiv
für uns Parameter setzen. Wir berechnen nicht. Wir werden also vom Annahmen ausgehen müssen. Und so hat beispielsweise auch Herr Weinauge vorgeschlagen, dass wir die nächsten 10 Jahre betrachten sollen. Meine Damen und Herren, ich frage mich, warum gerade 10 Jahre? Auch das eine fiktive Größe. Wald wird in Generationen bemessen. Und Sie werden beim Waldrat-Tierwert beispielsweise von Entwicklung bei Holzpreisen ausgehen müssen. Sagen Sie mir doch mal, wie sich der Wald, wie sich der Holzpreis in den nächsten Jahren entwickeln wird. Das werden Sie nicht machen können. Sie werden hier mit Annahmen arbeiten müssen. Sie werden mit subjektiven Größen arbeiten müssen. Und je nachdem, wie Sie diese subjektiven Größen einsetzen, werden Sie für die eine oder für die andere Seite einen Vorteil hingerechnet bekommen. Das ist so. Und meine Damen und Herren, weil wir eben das nicht wollten, weil wir eben uns auch diesem Vorteil nicht aussetzen wollten, haben wir gesagt, dass die Wald-R 2000 eben das übliche Verfahren hier angewendet wird und eben nicht ein anderes Verfahren, wo wir subjektiv hätten Dinge einsetzen müssen. Wir haben also ein Gutachten, das über längere Zeiträume schaut und das bundesweit in vergleichbaren Fällen angewandt wird. Ein Gutachten, das sehr viel weiter schaut als nur die Betrachtung von kurzfristig zu erzielenden Erträgen. Übrigens, meine Damen und Herren, ist die Wald-R 2000 mal entwickelt worden, um den Verlust eines Waldbesitzers ausgleichen zu können, wenn ihm der Wald dauerhaft entzogen wird. Es geht also, wie gesagt, um eine ganzzeitige Betrachtung und eben nicht um eine kurzfristige Gewinnbetrachtung. Und ich frage ernsthaft, was machen wir denn, wenn ein Gutachter wenn wir ein Gutachten zur kurzfristigen Gewinnbetrachtung vorlegen, so wie es die Opposition fordert, dann haben wir 2 Gutachten mit 2 unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist ja das, was gefordert wird. Was soll dann Tauschgrundlage sein? Ein 3. Gutachten mit weiteren Kriterien wird ja dann auch wieder andere Ergebnisse bringen. Oder das fürs Land günstigere. Was machen wir, wenn das Gutachten für uns ungünstiger ausgeht? Schrauben wir dann so lange an den Parametern rum, bis es günstiger wird? Nein, meine Damen und Herren, das wäre unredlich. So würde man versuchen, den Tauschpartner zu übervorteilen. Und ich glaube nicht, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern genau so handeln sollte. Und weil das unredlich ist, halten wir uns an sachlich nachvollziehbare Kriterien, eben die bundesweit angewandte Bundesrichtlinie Wald-R 2000. Ich komme zum 2. Vorwurf, meine Damen und Herren. Das Gutachten ist nach 4 Jahren nicht mehr aktuell. Was, habe ich mich gefragt, sollte bei einem Tauschobjekt, das in den Generationen berechnet werden wird, nach 4 Jahren nicht mehr aktuell sein? 2 Dinge sind mir da eingefallen. Das erste ist, der Holzpreis hätte sich so sehr verändert, dass wir eher zu einem Nachteil fürs Land kommen. Das zweite, dass inzwischen massiv durchgeforstet worden ist. Meine Damen und Herren, der Zuwachs an Holz in beiden Waldgebieten ist ähnlich. Der Wald bei Eichhof ist zu 60% mit Kiefer bewachsen. Die weiteren 40% sind im Wesentlichen mit Eiche und mit Birke bewachsen. Im Wald von Dabel, der ist sehr unterschiedlich bestockt. Wenn man da mal hinfährt, sich das anguckt, kann man das sehen. Aber vorherrschende Baumart ist die Buche. Nun wissen wir, dass die Preise für das Buchenholz in den letzten Jahren bestenfalls stagniert sind, während die Preise für Nadelholz deutlich nach oben gegangen sind. Also ein temporärer Vorteil fürs Land. Ich will aber betonen, dass dieser temporäre Vorteil fürs Land unbeachtlich ist, weil wir ja eben nicht auf kurze Zeiträume gucken, wir schauen auf längerfristige Zeiträume. 2. Punkt, es wurde durchgeforstet, hätte sein können, wurde aber nicht. Genau das ist inzwischen auch ein Problem. Wenn Sie mit den Forstleuten vor Ort reden, dann werden die Ihnen sagen, es wird nach 4 Jahren höchste Zeit, dass Sie wieder in den Wald kommen und im Wald arbeiten können. Sie können es momentan nicht, schlicht und einfach, weil wir die Entscheidung noch nicht getroffen haben. 3. Vorwurf, meine Damen und Herren, und jetzt werden Sie etwas überrascht sein, der Wald ist an einigen Stellen gar nicht mit Wald bedeckt. Sie werden deswegen überrascht sein, weil das ist weder im Ausschuss zur Sprache gekommen, noch ist das an irgendeiner anderen Stelle in Öffentlichkeit gewesen. Hintergrund ist, meine Damen und Herren, dass ich nach der öffentlichen Anhörung ein Telefonat mit einem Journalisten hatte und der Journalist bat mich doch in Google Earth einfach mal nachzugucken. Er sagt, da gibt es Stellen, da ist gar kein Wald, man verkauft Ihnen hier etwas, was gar nicht redlich ist. Und da sage ich Ihnen ganz offen, da bin auch ich denn misstrauisch als Abgeordneter und will den Dingen auf den Grund gehen. Und das war für mich dann der Anlass, auch zu sagen, ich muss das sehen. Ich muss da mal hinfahren, muss mir das angucken. Und meine Damen und Herren, ich
habe mir das Ganze angeguckt und bei der Besichtigung Wert darauf gelegt, gerade diese Flächen dann auch zu sehen. Und in der Tat gibt es im Wald bei Eichhof zwei Flächen, die sind relativ locker bewachsen und auch unregelmäßig bewachsen. Dabei handelt es sich zum einen um einen Wildacker. Ein Wildacker ist eine bewusst freigehaltene Lichtung, die man zum Esen des Wildes braucht. Und diese Fläche wächst inzwischen zu. Und die zweite Fläche, meine Damen und Herren, und damit wird auch klar, warum die NVA dieses Gebiet brauchte, ist eine ehemalige Abschussrampe einer SS-20-Rakete. Und auch diese Fläche ist komplett beräumt worden und wächst inzwischen zu. Das kann man sich da auch sehr schön anschauen. Viertens, vierter Vorwurf, der erhoben worden ist, Altlasten aus der militärischen Nutzung hätte man untersuchen müssen. Das ist, glaube ich, recht deutlich abgeräumt worden in der öffentlichen Anhörung. Die Untersuchungen sind gelaufen. Mit dem Abzug der NVA ist die Raketenabschussrampe beräumt worden und sonstige militärischen Gerätschaften sind weg. Das ist untersucht worden von der Landesforst. Das hat auch nach der Anhörung keiner mehr in Frage gestellt. Fünfter Vorwurf, meine Damen und Herren, die Umbaukosten sind nicht ausreichend dargelegt worden. Meine Damen und Herren, wer im Wald bei Eichhof war, konnte sehen, dass hier der Naturumbau durch Selbstansaat sehr gut funktioniert. Die sogenannte Heersaat da sehr gut funktioniert, also Ansaat durch Eichelher. Die Landesforstanstalt hat klargestellt, dass dies im Wesentlichen so auch weitergehen soll. Ein entsprechendes Schreiben von Staatssekretär Kreher, in dem das bestätigt wird, gibt es auch. Während sich im Waldgebiet um Dabel aufgrund der Bodenverhältnisse und aufgrund der dazugehörigen Bestockung eben sich dieser Wald nicht so gut für den Naturumbau eignet. Hier ist also mit höheren Kosten zu rechnen. Auch das wäre ein temporärer Vorteil für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Aber nochmals, meine Damen und Herren, es geht hier nicht um temporäre Betrachtung, es geht um ganzheitliche Betrachtung und deswegen ist auch das unbeachtlich. Punkt 6, die Problematik des Klimawandels. Die ist ja vom Landesrechnungshof entsprechend auch aufgeworfen worden. Auch hier haben wir wieder mit subjektiven Annahmen zu kämpfen. Was nehmen wir denn an für eine Erwärmung? Nehmen wir 2 Grad an, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad? Wovon gehen wir aus? Was nehmen wir als Berechnungsgrundlage? Oder, meine Damen und Herren, es soll Wissenschaftler geben, ich kann das ja alles nicht einschätzen, die von einem sich abschwächenden Golfstrom ausgehen und dass es vielleicht in Mitteleuropa eine Abkühlung gibt. Gehen wir vielleicht davon aus? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, all das sind subjektive Annahmen. Und wir haben mit subjektiven Annahmen zu arbeiten und ich fürchte einfach, hätten wir das getan, hätten wir genau heute diesen Vorwurf hier im Raum. Deswegen ist es nicht gemacht worden. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen dazu aber ein Schreiben des Staatssekretärs aus einem Schreiben von Staatssekretär Dr. Kreher zitieren. Der schrieb dem Ausschuss, die Folgen des Klimawandels für den Wald sind immer noch sehr schwer abzuschätzen. Es ist allerdings bekannt, dass die Kiefer eine sehr klimavage Baumart ist. Daher erscheint es sehr pauschal und undifferenziert zu behaupten, die Flächen bei Dabel wären in jedem Fall betriebssicherer. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das genaue Gegenteil der Fall ist. Wegen des hohen Unsicherheitsfaktors und der hohen Subjektivität bei der Bewertung der Betriebssicherheit sollte dies keinen Eingang in die Tauschbewertung finden. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist deutlich. Bei der Diskussion im Finanzausschuss hat der Landesrechnungshof dies auch so anerkannt. Der Landesrechnungshof sprach aber von der Gefahr von Starkwindereignissen. Nun bin ich Opfer meiner eigenen Abstimmung geworden, denn der Kollege Gundlach beantragte an dieser Stelle das Ende der Debatte und ich konnte auf diesen Punkt dort nicht mehr eingehen, habe aber jetzt die Gelegenheit dazu, meine Damen und Herren. Die Kiefer hat einen Waldanteil dort von circa 60% und wer sich mit der Baumart Kiefer mal beschäftigt, der findet beispielsweise auch in der Literatur interessante Dinge. Im Buch Der Wald von Emil Adolf Roßmäßler von 1863 steht unter einem Abschnitt die gemeine Kiefer und der Wurzel der Kiefer. Was die Wurzel betrifft, so dringt sie tief, namentlich mit einer entschieden ausgebildeten Pfahlwurzel in den Boden ein, welche sich im späteren Alter und je nach Beschaffenheit des Bodens kräftige Seitenwurzeln zugesellen. Das heißt, die Kiefer ist ein Baum, die eine Pfahlwurzel ausbildet. Sie ist damit relativ stabil gegen Starkwindereignisse. Meine Damen und Herren, die restlichen 40% verteilen sich dort auf Birke und Eiche. Beide Baumarten
wird nicht nachgesagt, dass sie instabil gegen Starkwindereignisse sind. Siebter Vorwurf, der gemacht worden ist, die Kalamitätenproblematik in einem Kieferwald wären ungleich größer. Ja, meine Damen und Herren, das ist wohl so. Und Frau Dr. Karlowski hat ja erst hier auch von einer Kiefermonokultur gesprochen. Wir haben aber dort keine Kiefermonokultur. Wir haben einen Mischwald. Ich habe die Verhältnisse dargestellt. 60% Kiefer, 40% verteilen sich auf Birke und Eiche. Durch den herbstlichen Laubabwurf ergibt sich eine veränderte Bodenstruktur. Die veränderte Bodenstruktur wiederum bedingt, dass der Kalamitätendruck entsprechend abnimmt. Achter Vorwurf, meine Damen und Herren, das Jagdrecht wurde nicht berücksichtigt. Dazu möchte ich wieder zitieren aus einem Schreiben von Staatssekretär Dr. Kreher. Ob derzeit überhaupt ein Unterschied im Jagdwert existiert, ist fast unmöglich zu bewerten, weil der Jagdwert nicht alleine vom Vorkommen unterschiedlicher Wildarten abhängig ist, sondern auch von Faktoren wie der Wohnortnähe möglicher Jagdpächter, grundsätzlich verkehrstechnischer Erreichbarkeit, Vermarktungskapazitäten und Preisen für Wildbret, der Einbindung in Hegegemeinschaften, zum Beispiel durch Gruppenabschusspläne und weiterer Unwägbarkeit. Meine Damen und Herren, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vorwurf Nummer 9, meine Damen und Herren, die Interessen der Gemeinde Dabel wurden nicht ausreichend berücksichtigt. Die Anhörung hat ergeben, dass eine direkte Betroffenheit der Gemeinde Dabel nicht gegeben ist. Das Waldgebiet wird nicht abgesperrt. Wer im Wald spazieren gegangen ist früher, der darf auch in Zukunft im Wald spazieren gehen. Wer dort seine Pilze gesammelt hat, der wird auch in Zukunft seine Pilze sammeln können. Und die pädagogische Arbeit des Landesforst wird fortgesetzt. Und ich begrüße außerordentlich, dass der Vertreter der Gutstieden GmbH angekündigt hat, dass im Bereich Dabel es zu einer öffentlichen Einwohnerversammlung kommt und auf der öffentlichen Einwohnerversammlung hier nochmal die entstandenen Unsicherheiten ausgeräumt werden. Genau. Zehntens, als Vorwurf, die Belastung der Verkehrssicherungspflicht wäre nicht ausreichend beachtet worden. Auch hier hätten wir, meine Damen und Herren, von Annahmen ausgehen müssen, also von subjektiven Kriterien. Dennoch, bei Betrachtung der Waldgebiete ist festzustellen, dass die Waldgebiete bei Dabel von Straßen durchzogen werden und allein daraus lässt sich schon eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht ableiten. Elfter Vorwurf, die Regierungsparteien ziehen das im Schnellverfahren durch. Das höre ich vor allem aus Seiten der Grünen. Zumindest der Linken war mit Beschluss des Verwaltungsrats der Landesforst der Tausch bekannt. Sie hatten mit Frau Schweb seinerzeit eine Vertreterin in diesem Gremium. Der Beschluss des Landesforstrates war im Jahr 2010. Im parlamentarischen Verfahren, meine Damen und Herren, haben wir den Waldtausch seit 14. Januar 2013. Zu diesem Zeitpunkt waren wir alle informiert. Und meine Damen und Herren, wer bei 4,5 Monaten von einem Schnellverfahren spricht, hat offenbar die Arbeitsgeschwindigkeit einer Schildkröte, ökologisch sicherlich wertvoll, aber nicht sehr effektiv. Sie, meine Damen und Herren, von Bündnis 90 Grünen und Linken haben eine öffentliche Anhörung vorgeschlagen. SPD und CDU haben bewusst zugestimmt. Wir haben nichts zu verbergen, deswegen war das auch überhaupt kein Problem an der Stelle. Wir hatten also ein wirklich transparentes Verfahren, oder? Ein wirklich transparentes Verfahren, ein ausführliches Verfahren. Der Fahrplan war Gegenstand der Beratung im Agrarausschuss und ich kann mich gut erinnern, dass der dort vorgeschlagene Fahrplan im Konsens verabredet war. Es kann also keine Rede davon sein, dass hier irgendwer irgendwas durchgezogen hat. Meine Damen und Herren, und dann habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass es zwei weitere Vorwürfe gibt und will auch diese weiteren Vorwürfe gerne eingehen. Das erste ist, wir tauschen angeblich, es ist aber von Herrn Weinauge gesagt, wertvollen Mischwald gegen minderwertigen Kiefernwald. Wie gesagt, der Wald, den wir dort haben, das ist kein minderwertiger Kiefernwald, das ist ein Wald 60% mit Kiefer und 40% mit Laubbäumen bestückt. Dann Vorwurf Nummer 13 sind wir inzwischen, da ist uns, aber ich muss ja die aktuellen Entwicklungen hier mit einbeziehen, das hilft ja nichts. Wir sind bei Vorwurf Nummer 13, meine Damen und Herren. Da wird von einem Redmann-Gutachten gesprochen, weil Herr Redmann die Kosten bezahlt hat. Ja, bitteschön, wer denn sonst?
Der Minister hat dargestellt, wie das Verfahren war, aber doch nicht zu Kosten des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Bitte schön, das geht doch nicht. Also, meine Damen und Herren, das sind die 13 Vorwürfe, mit denen ich mich hier gerne auseinandersetzen wollte. Meine Damen und Herren, es ließen sich sicherlich auch noch weitere Kriterien finden, die man kritisieren kann. Allein die Vielzahl der Dinge, die ich hier vorgebracht habe, sowohl die Kritiken als auch die Kriterien, die man hätte in die Bewertung der Tauschobjekte mit einbeziehen können, zeigen, wie richtig es war, dass wir eben nicht abgewichen sind von der Wald-R 2000. Wir haben eine bundeseinheitliche Richtlinie, die in den vergangenen Fällen des Waldtausches angewandt worden sind. Meine Damen und Herren, der Tausch erfolgt wertgleich. Lassen Sie mich die Vorteile des Landes bzw. der Landesforstanstalt abschließend nochmal darstellen. Erstens die Erhöhung der Erträge aus der Beförsterung der Waldflächen der Gutstieden GmbH um ca. 30.000 Euro pro Jahr für 15 Jahre wohlgemerkt. Die Waldfläche des Landes vergrößert sich um 183 Hektar. Drittens, uns eröffnet sich die Chance auf die Akquise weiterer Dienstleistungsaufträge im Wald der Gutstieden GmbH und damit viertens zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für Mitarbeiter. Fünftens, wir tauschen 8 unterschiedlich große Waldstücke mit einem zusammenhängenden Waldgebiet, also ein Arrondierungseffekt, der das Wirtschaften am Ende günstiger macht. Meine Damen und Herren, wir werden dem Tausch zustimmen. Warum wir dem Änderungsantrag der Fraktion der Linken nicht zustimmen, ist, glaube ich, durch meine Rede deutlich geworden. Besten Dank.